endlich wieder gemeinsam spielen. Man sieht die Leute wieder, das ist eine Welt, ist das. Das ist kein Streit, da ist kein Stress, da ist einfach alles nur, ja, die Friede, Freude, Eierkuchen, natürlich Reiber. Alter, hast du mich jetzt tot gemacht. Zwei Software-Ingenieure, eine Studentin, ein Kraftfahrer. Tim, Manfred Sara und in seinem Cosplay-Kostüm Jürgen. Gaming-Freunde seit Jahren aus ganz Deutschland, generationsübergreifend. Dass man sich einfach wohlfühlen kann, sein kann, wie man will. Manche laufen in Kostümen rum und erleben das halt so ein bisschen aus. Und es macht einfach Spaß, einfach auch zu sehen. Sie sind auf Erkundungstour. Welche Spiele, welche Highlights, welche Trends stehen an? Sarah würde für ein Top-Spiel, auf das sie hinfiebert, auch mal länger anstehen, was normal auf der Gamescom ist, wo alle die Highlights testen wollen. Tatsächlich habe ich mich schon für ein Spiel angestanden und bin dann zwischen 4 und 6 Stunden dort gestanden. Ich stelle mich ja keine 4 Stunden her. Ja, ich finde es mal ein bisschen blöd, aber so blöd bin ich auch nicht. Es war auch dann eines meiner Lieblingsspiele Assassin's Creed und dafür stelle ich mich gerne an. Deswegen nehme ich das schon in Kauf. Doch dieses Mal müssen sie es nicht in Kauf nehmen, denn ihre Favoriten fehlen. Einige große Entwicklerfirmen sind einfach nicht da. Blizzard ist nicht da, Nintendo, Sony lassen sich alle nicht blicken. Ich weiß nicht, ob es mit der Corona-Pause zu tun hat oder generell mit der Gamescom an sich. Dadurch haben auch mal die kleinen Publisher die Chance, ihren Platz zu kriegen. Nicht nur immer die großen, die dann oft schon eine halbe Halle einnehmen. Aber es stimmt schon, es fällt auf. Es ist weniger los, auch wenn es voll aussieht. An die 370.000 Gamer von 2019 kommen sie dieses Jahr nicht ran. Bisher ist nur der Samstag ausverkauft. Doch die Gamescom hat auch weniger Tickets herausgegeben, Corona-bedingt. Die langfristigen Folgen der Pandemie führen dazu, dass auch ein paar Games-Unternehmen keine Neuheiten haben, die sie hier zeigen können und deswegen fehlen. Aber ganz viele sind dabei, ganz viele neue auch, gerade aus dem asiatischen Raum. Und wir haben beispielsweise einen Indie-Bereich, der ist so groß wie noch nie. Denn die Gaming-Branche brummt, gilt als einer der Gewinner der Corona-Zeit. Allein in Deutschland spielen 37 Millionen Menschen regelmäßig, so viele wie noch nie. Ein Riesenmarkt, weiß auch Ralf Wirsing vom Entwickler Ubisoft. Einem der größten weltweit, die auch in Deutschland produzieren. Für ihn ist die Gamescom weiterhin eine wichtige Plattform. Deutschland als Wirtschaftsstandort, als Wachstumsmarkt ist für unsere Industrie sehr interessant. Wir finden hier sehr, sehr viele hochqualifizierte Talente. Parallel werden wir auch von der Politik durch Standortförderung unterstützt. Das hilft es, hier neue Projekte zu generieren, zu etablieren. Förderungen gibt es vom Staat seit 2019, um deutschen Entwicklern zu helfen und internationale Produktionen nach Deutschland zu locken. Zurück bei den Gamer-Freunden, die sich mittlerweile ins nahegelegene Zeltcamp zurückgezogen haben. Denn auch das ist Gamescom für sie. Zwar sind es auch hier weniger zeltende Gamer als vor der Pandemie, aber immerhin sind es gut 1500, die hier ihr Lager aufgeschlagen haben. Es ist Urlaub, es ist eine schöne Location direkt am Rheinufer. Es ist wie Campen woanders, nur halt zur Gamescom. Das sind praktisch zwei Sachen, die ineinander greifen, sag ich mal. Ja. Ich habe es letzte Woche echt nicht mehr erwarten können, hierher zu fahren. Ich habe echt jeden Tag gezählt und dachte so, wow, würde ich schon am liebsten heute losfahren. Trotz dessen, dass man halt Gamer ist, zeigt es dann halt auch, dass man dann doch lieber auch mal in der Natur ist. Wo sie all das wieder gemeinsam können. Chillen, grillen und eben auch wieder zocken.